Hey Leute, willkommen zurück zu Bulli, die Ehrenrunde. Gut, ihr habt mir schon gesagt, ich muss mich wohl mal wieder umziehen, denn ich erfülle hier nicht die Kleidervorschriften, was ich ein bisschen dumm finde, obwohl ich mir eigentlich diese ganzen Bullworth-Dinger da anziehe. Zählt das nicht dazu? Was? Ich habe mich doch umgezogen. Hallo. Naja, auf jeden Fall finde ich das doch sehr seltsam alles. Ne? So, annehmen bitte. Dankeschön. Gut, ich habe bald wieder Unterricht. Ich bin mal gespannt, was heute drankommt. Ja, ich habe noch einige Fächer nicht erlebt. Hier, da. Fotografie, Mathe und Erdkunde. Mal sehen, was drankommt. Oh, ich habe 100% Respekt von den Streber... Ne, von den Bullies? 100%! Das ist ja krass. Die Preps, die Greaser, die Streber, die Jocks und die Städter. Okay. Das ist nett. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ihr habt mir schon gesagt, ich soll doch irgendwann mal auch auf den Jahrmarkt gehen in der Stadt. Da muss ich dann nach links abbiegen. Das werde ich natürlich tun. Das werde ich natürlich tun. Keine Sorge. Ich möchte ja alles erleben, was es hier so zu erleben gibt. Nicht wahr? Ist ein tolles Spiel. Macht mir echt Spaß. Und ich kann hier mal so ein bisschen so eine andere Rolle übernehmen, sage ich mal. Normalerweise bin ich ja eher so der Pazifist und auch ein netter Mensch. Aber hier kann ich mal so die Sau rauslassen. Also, ihr fragt ja immer, ob ich in der Schule auch so war. Nee, gar nicht. Ich war eigentlich ein ganz unauffälliger, normaler Typ. Ja, weiß nicht. Also, tschüss. Bei uns gab es sowas wie Mobbing oder Bullies jetzt auch nicht so wirklich. Von daher, nein, ich war kein Rabauke. Ich war ein ganz normaler Schüler. Vielleicht auch so ein bisschen Klassenclown. Deswegen mache ich ja auch jetzt Let's Plays. Könnte was miteinander zu tun haben. Man weiß es nicht. So, ich gehe jetzt erstmal in den Unterricht. Das kenne ich noch gar nicht. Och, nee, nicht Erdkunde. Ja, anscheinend muss ich die Staaten zuordnen. Die 51 Staaten in einer Minute. Your geography teacher. Da waren es 52? Ach Leute, America. Ach ja, natürlich. Warum wären wir sonst hier? Weise die Flaggen vor dem Ende der Stunde den richtigen Staaten zu. Blall, okay. Ach, Europa oder was? Und Asien zum Teil. Na, das geht. Ich sag mal, das gehört zum Allgemeinwissen. Das sollte man eigentlich hinbekommen, Leute. Ja, und der Eiffelturm ist auch überhaupt kein Hinweis darauf. Schwingürgen müsste hier sein. Ja, okay. Ich verwechsel das immer mit Norwegen. Griechenland ist doch hier. Finnland ist hier. Ja. Ja. Norwegen ist hier, das weiß ich. So. Dänemark. Ich mache erstmal von oben nach unten, ne? Das ist hier. Großbritannien ist natürlich hier. Das ist Irland. Nicht zu verwechseln mit Italia. Das ist hier. So, Schweiz natürlich einer unserer Nachbarn. Ukraine, warte mal, das mache ich gleich. Erstmal Polen. Ich weiß nicht, was... Oh, Leute, hier, ne, so. Ne, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so gut, wie gesagt, in Geografie. Aber es gehört eigentlich zum Allgemeinwissen dazu. Ukraine und das ist Rumänien. Rumänien ist... Ja, okay, hat gestimmt. 100% und ich habe noch Zeit. Yeah. Oh yeah. Ja, siehst du mal, ne? Das muss, Freunde, das muss löppen, muss das. Eiffelturmhut. Okay, warte mal, den will ich mal ganz kurz angucken, obwohl der wahrscheinlich total bescheuert aussieht. Ja, das machen wir jetzt mal. Ich will natürlich die ganzen Klamotten zumindest mal sehen. Ich ziehe sie nicht an, aber ich will sie mir mal angucken. So, moin, Freunde, macht mal Platz. Es ist vielleicht auch mal wieder Zeit, eine Quest zu machen. Ich weiß, es ist so viel gerade, ne? Es ist so viel. Warte mal, erstmal ein paar Kracher bauen. Bisschen Juckpulver. Hatter. Was mehr kannst du nicht mitnehmen? Dein Inventar ist voll. Och, Mann. Warum ist mein Inventar jetzt voll? Wrestling, Gasmaske. So könnte ich ja auch mal rumlaufen, ne? Schädelmaske. Das wäre auch geil. Aber dann lachen sie mich wieder alle aus. Oder hier mit dem Ninja-Kürbiskopf. Ach, guck mal, den habe ich ja auch noch freigeschaltet. Ja, ist ein bisschen spät jetzt. Ihr habt mir auch gesagt, bei dieser Fischhut. Ne. Nee, den ziehe ich nicht an. Ihr habt mir auch gesagt, bei Halloween habe ich was vergessen, leider. Ich hätte die Grabsteine noch zerstören müssen. Naja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern, Leute. Das ist halt, weil ich es blind spiele. Wenn ich es nicht blind spielen würde, dann könnte ich euch auch alles zeigen und genau planen. Aber ich spiele halt einfach drauf los und deswegen, ne? Ja, wisst ihr Bescheid. Man kann nicht immer alles wissen. So. Dim. Gleich ist wieder Unterricht und ich freue mich schon, weil ich weiß nicht, was kommt. Und ich hoffe ehrlich gesagt, Englisch ist bald durch, weil das sind nur noch zwei Fächer und ihr habt gesagt, das wird immer schwerer. Und ich bin noch nicht so gut in sowas. Ja, ich weiß, ich vergesse einige Worte, aber glaubt mir, wenn ihr da so drin seid... Hundefutter, das ist... Ah, die Metzgerin. Das ist halt schwer, wenn man so ein bisschen unter Zeitdruck steht. Obwohl man es eigentlich so finden würde. Ich meine, ihr könnt ja gerne mitsuchen, wir dann schreiben, was das war, nicht wahr?
So, erstmal eine Banane. Nom, 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 nom. Guck mal, das sieht aus wie Hack, aber da gibt's Bananen. So, Kumpel, hallo. Was denn? Ich hab nur die Bananenschale fallen lassen. Die kreischen hier rum. Sag mal, ihr seid doch bekloppt. So, Unterricht. Wo haben wir? Wo? Ich brauch Bildung. Ich bin total hyperaktiv. Ich renne den ganzen Tag hier über den Campus und bin so ein kleiner Wirbelwind generell. Oh nee, nicht Mathe. Leute, ich hasse Mathe. Hab ich schon immer nicht gemocht. Immer nicht, ja, ne? I hope everyone's ready to learn something. This isn't English class, you know. Ich befürchte auch. Englisch ist mir dann fast vielleicht noch lieber. Mal sehen, was es hier gibt. Beantworte so viele Fragen wie möglich, bevor die Stunde endet. Na klar, 3 plus 4 ist 7? Ach so. So ein Mist ist das hier. 5 plus 45 ist 36. Wie viele Dreiecke? 2. Das ist nicht schwer. Was ist am kleinsten? Die Mücke? Ja. 12 ist gleich 20 minus 8. Was ist am größten? Der Saturn natürlich. Welche Zahl ist am niedrigsten? Sag mal, das ist ja Vorschule hier. Nicht mal, das ist Kindergarten. 1,5 ist 0,5. Was ist am langsamsten? Ein Faultier, würde ich doch sagen. 120 sind 3 mal 40. 7 minus 5 sind 2. Was ist am schnellsten? Ein Kipplaster wahrscheinlich. 99 sind 9 mal 11. 20 plus 9 sind 21, 35 sind 7 mal 5, das 1 mal 1 kennt man ja, was ist am langsamsten? Eine Wassermelone, ein Wurm? You can do better than Hä? That. Ja, was ist denn an der Wassermelone? Schnell, die kann sich doch gar nicht bewegen. Dann war es vielleicht der Wurm, ist ja auch egal. Das sind 17, das sind... Pay attention! Hä, was, das war noch... Ach nee, das waren 9, ach Mann. Ja, ich bin ein bisschen nervös, es tut mir... Einhalb. Was ist am höchsten? Eine Pyramide, ein Vogelhaus oder ein Stuhl, ja. Welche Zahl ist am höchsten? 79 vielleicht? 7 mal 3, plus 3. Ich muss da immer genau drauf gucken, sonst mache ich einen Fehler. 24, 12 mal 2. Das war's? Okay, dann, ja, gut. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet, was für einen Fortschritt ich habe. Aber ich habe Kacke gebaut. Naja, vielleicht werden die nächsten richtig schwer da. Oh. Genie-Perücke freigeschaltet. Geile Sache. Aber Leute, ich habe jetzt keine Zeit, mir die Klamotten anzusehen. Ich wollte in die Stadt. Ich fahre jetzt mal zum... Oder? Warte, was haben wir denn für Aufgaben zurzeit? Kleine Gemeinheiten, Einkauf in letzter Minute, Hattrick gegen Galloway, Ray und Charakterbögen. Leute, ich mache eine Quest. Ich habe schon viel zu lange hier Larifari gemacht. Und ihr sagtet ja, die werden irgendwann sehr einseitig. Deswegen, ne? So, warte mal. Oh, da muss ich ja ganz darüber. Tja, muss ich ja. Dann gehe ich lieber nochmal in die Bücherei hier. In die Bibliothek. Ich finde das cool, Leute. Gerade wenn man selber Bass spielt. Das ist voll gut. Macht mir Spaß. Wow, habt das gesehen? Ich habe mal einen Olli geschafft, ohne auf die Fresse zu fliegen. Geil. Charakterbögen. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Okay, der Typ ist eigentlich ganz witzig. Ja, ich habe auch vor Pen and Paper gespielt. Grotten und Gremlins, so. Wie gesagt, das ist wohl so eine kleine... ja, so ein kleiner Verweis auf Dungeons & Dragons. Oh, Jungs, hi. Wollt ihr was auf die Schnauze? Oh, die wollen das ausrambohen, oder was? Ihr Penner. Hier. Wett mal, ich hab gewonnen. Was, der spuckt ihm ins Gesicht? Alter. Aha. Der rotzt ihm einfach mal mitten ins Gesicht. Das ist ja widerlich. Na gut. Ich meine, besser als andere Sachen, die ich noch mit ihm machen könnte, ne?
Muss man mal darüber nachdenken. Hui, Olli. Gib das her. Oh, du Penner. Oh, alter Schwede. Oh, ja. Ich krieg dich sowieso, Freund. Du kannst gar nicht so schnell rennen, wie ich fahren kann. Ich sag's dir. Oh, oh, oh. Auf die Phrasen. Komm. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Der will mich hier mit Murmeln ablenken. Was bist denn du für ein Kerle? Was? Warte jetzt. Junge. Au. Au, du Penner. Warte mal, was habe ich denn noch? Meine Zwille. Piu, piu. Bleib stehen. Ja, sorry, Kumpel, aber der wollte mich hier abziehen. Oh, lass mich in Ruhe. Der Penner. Ja, ich muss nur Transistoren abgeben bei meinem Kumpel hier hinten, aber irgendwie kann ich das nicht, keine Ahnung. Ihr habt's ja gesehen, letztes Mal bei der Bus zu, da kam ich nicht durch. Ich versuch's gleich nochmal. So, auf jeden Fall werde ich hier noch einen verprügeln müssen. Hey, Kumpel. Oh, hopp, 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 hopp. Nein, 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 nein. So, komm her. Au. Guck mal, die Nerds helfen mir wieder. Au. Na, greif ihn doch mal. Ja, hau ihn, Nerd. Hau ihn. So, hier. Bam. Und nochmal reintreten. Ja, bam. Ich muss mal wieder knutschen gehen, glaube ich, gleich. Oh yeah. So, wirst du denn der Letzte? Der ist da vorne auf dem Campus, beim Jungenschlafsaal in der Nähe. Hulululu. Was? Ich habe doch das Board rausgeholt. Hier, komm. Zack, zack, zack. Ich müsste mir wieder mal ein Rad klauen irgendwo. Ein Fahrrad oder ein BMX. Na komm, Jimmy. Mach mal ein bisschen hinne. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich will noch die ganzen Charakterbögen. Aua. Mann, ey. Was stellt ihr euch auch mir in den Weg? Es gehört sich nicht. Okay. Wo ist der Sack? Der muss hier sein. Warte mal. Oh, come on! Lass ihn in Ruhe. Ja, komm. Siehst du, Schleuder? Und jetzt aufladen. Pow. Was ist mit dem los? Der dreht total hohl, der Typ. Komm, wieder rumrennt. Okay. Zurück zu... ich habe seinen Namen vergessen. Woher kannte ich den eigentlich? Mit dem habe ich noch nie vorher gesprochen. Und auf einmal kennen wir den. Oh, Mädels. Sorry, Ladies. Lass mich mal durch. Hi. Oh, hi. Sie wieder, ne? Ja. Meine rote Göttin. Meine rothaarige Göttin. So. Hier. Moin. Jawohl. Das klappt ja gut. Melvin, das ist so ein richtiger Strebername, oder? Ja, sich freut. Ja, Wench ist nicht gerade ein netter Ausdruck für eine Lady, weißt du? Es ist nicht nett. So, wir gehen nochmal in die Bibliothek. Ihr habt mir nämlich gesagt, ich soll irgendwas am Globus machen. Will ich mal schauen. Wo ist denn der Globus? Bleib mal hier. Bleib mal hoch hier. Überall bleibt er hängen. Der Jimmy. Wo war denn der Globus? Ich weiß es nicht mehr, Leute, aber wahrscheinlich war hier noch irgendwo was. Ich habe wahrscheinlich noch mehr als ein Gummiband irgendwo... Wo kommt ihr denn auf einmal her? Die waren eben noch nicht da. Die folgen mir, Leute. Die verfolgen mich. So, hier, Globus, genau, habt ihr gesagt. Ach so, China, es ist verboten, einen Ertrinkenden zu retten, da dies sein Schicksal beeinflussen würde. Was? Ernsthaft? Da gibt's einfach Triviales, wenn ich da mal drehe? Kanada, Französisch zu fluchen ist in Montreal gesetzlich verboten. Merde! Sansibar, der kürzeste Krieg aller Zeiten entbrannte im Jahr 1896 zwischen Großbritannien und Sansibar. Er dauerte nur 38 Minuten. Ja. Das ist kurios. USA, in Albanien, Albanien, ja, in USA, Albanien. In Alabama darf ein Mann seine Frau laut Gesetz nur einmal pro Monat verprügeln. Was? Sag mal, die sind doch bekloppt. Das ist doch vorsinnflutlich. Frankreich, im Jahre 1778 verließen modebewusste Pariserinnen das Haus bei schlechtem Wetter nie ohne einen am Hut befestigten Blitzableiter. Was? Das hätte ich gerne mal gesehen, wie die da rumlaufen und haben so eine Antenne am Kopf. Das stelle ich mir sehr lustig vor. So, ich gehe nochmal ganz kurz zu meinem Kumpel. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ich nenne ihn mal meinen Kumpel, diesen Veteran. Und guck mal, ob ich dem vielleicht... Ey, sag mal, lass du mal die armen Nerds in Ruhe, die haben euch nichts getan. Weißt du, die Bullies haben alle Respekt vor mir, aber irgendwie... Die Nerds, die sind trotzdem noch so ein bisschen Opfer. Arme Kerle. Warum eigentlich die Bullies? Was habe ich denn getan, dass die mir da so zusagen, die Jungs? War das Russell? Hey, Russell, alles klar?
Wir sind Freunde, Russell, ne? Habe ich mal gehört. Ach, jetzt kann ich wieder hier rein. Oh, guck mal, es wird schon... Wird's Nacht oder regnet's gleich? Na gut, 19 Uhr. Ach, das ist eine Quest jetzt auf einmal. Nee, ich glaube doch, komm. Machen wir noch eine Quest. Ein bisschen Hilfe 2. Ach doch. Okay, now let's train. Ach, alles klar. Ich dachte, ich kann einfach so hingehen. Ach so. Ah, das ist ja nett. Beinfähiger-Kombo. Aha. Sag mal, Jimmy wird ja jetzt zum Nahkampfass ausgebildet, ne? Ja, ja, ja. Ich hab doch eigentlich noch einen Transistor. Kann ich dem nicht noch einen gleich geben? Ja, keiner hält Jimmy Hopkins auf. Warte mal, ich gehe gleich nochmal hin. Ich hab doch noch. Wahrscheinlich finde ich in der Stadt noch welche. Ein bisschen Hilfe 3. Warum ist eigentlich da überall Stacheldraht außenrum? Wollen die den nicht rauslassen oder will er, dass keiner reinkommt? Bam. Wow, das ist cool. Bam. In den Sack. Ah. Ja, schwer war das nicht, aber ich habe einen neuen Move gelernt. Das finde ich doch cool. Ja klar, Mann. Bring ich dir. Und einen alten, fischigen Hamburger und... Hamburger? Hamburger und etwas Bier vielleicht. Weiß gar nicht. Jimmy, der... ist eigentlich an sich ganz anständig, finde ich. Er trinkt nicht, er raucht nicht in dem Alter. Gibt's ganz andere Kaliber, ne? Er prügelt sich halt nur ein bisschen. Ich meine, das ist halt... ja, so ein bisschen Lausbubenstreiche, mehr oder weniger, wenn man so will. Warte mal, da gibt's auch noch eine Quest, aber ich glaube, dafür ist es echt zu spät, Leute. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, leider. Ich würde gerne noch ein bisschen was tun hier auf dem Campus, aber es gibt nicht mehr allzu viel. Um die Uhrzeit zumindest. In der Stadt wird man auch nichts mehr machen können. Achtung! Oh, geht nicht. Ich glaube nicht, dass man Olli schafft über diese Entfernung die Treppe rauf. Das geht nicht. Also 3-4 Stufen sind noch drin, aber mehr nicht. Was machen die? Was macht der da? Tanzt du? Ja, vielleicht. Oh, lass doch mal die Kerle hier in Ruhe, Mensch. Na komm, ich mach ein bisschen Alarm hier. Einfach mal so, weil ich's kann. Rennen die jetzt alle weg, oder? Guck mal, die gehen alle raus. Kann ich jetzt vielleicht die Zimmer durchsuchen? Hi. Warum habe ich hier die... Warum habe ich hier die Jocks drin? Okay, irgendwas... Und Greaser ist auch da. Warum auch immer die Greaser jetzt hier sind. Okay. Haben wir was Neues? Ich glaube nicht. Wer Mädchen schlägt oder belästigt, wird von den Präfekten umgehend in das Büro des Rektors gebracht. Ja, ja, bla bla bla. Das hatten wir schon. Das mache ich eh nicht, Leute. Ich hau keine Mädels. Warum auch? Ey, verpiss dich, du blöder Jock. Dich hau ich aber. Wenn du mich nochmal anpackst, ich sag's dir. So, na komm. Ich werde mir mal... Ich hab noch keine Accessoires für Arme oder was. Na gut. Woolworth Hoodie. Ja, wie gesagt, die zählen die als Schulklamotten, die Hoodies? Oder wenn nicht, ziehe ich den jetzt mal an. Habe ich da noch eine neue Kappe? Das sieht so bescheuert aus, dieser Wrestling-Helm. Schädelmaske. Rote Ninja. Arme Ninja. It's your birthday. So, das lassen wir mal an. Das ist cool, oder? Guck mal, das sieht aus wie... Kennt ihr diesen Horrorfilm mit dem Killer-Kürbis? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist so ein Halloween-Horrorfilm. Der ist gar nicht mal so schlecht. Und das Vieh sieht schon ein bisschen unheimlich aus. Naja, aber gut, Leute, ich mach mal ein bisschen früher Schluss, ne? Ist ja nicht mehr viel zu tun. Morgen neuer Tag, neues Glück. Ansonsten Unterricht und dann fahre ich mal in die Stadt. Machen wir's so, liebe Leute. Ein Like wäre cool, wenn es euch gefallen hat. Auch einen netten Kommentar, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann geht's auch bald schon weiter mit Bully, die Ehrenrunde.